Ware, die wir gefunden haben. Sekunde. Einmal das Mikro. Das Mikro verhält sich immer seltsam. Mal ist es viel zu laut. Ich ändere nichts an den Einstellungen. Beim nächsten Mal ist es sehr leise. So. So sollte das passen, ja. Auf jeden Fall, ja. Wurden dann am Ende ordentlich weggemacht am Posten. Tobi hatte nicht mal eine Waffe dabei. Vielleicht war er auch selbst schuld. Ich habe einen von denen weggemacht, aber der zweite hat mich erwischt. Und ja, und davor hatten wir unser tolles Erlebnis auf der Raumstation, die bald wegkommt. Der Name ich immer wieder vergesse, obwohl Port Olisar, glaube ich, oder? Ja. Ja. Wo wir auch am Ende der Session in die Luft gejagt wurden. Ja, weil da ein random Typ einfach war, der halt anscheinend jeden, der die Station anflog, angegriffen hat. Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Station bald nicht mehr da ist. So. Und wir sind auf Orison. Ja. Ich brauche erstmal wieder neue Klamotten, weil ich bin nackt. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Morgen. Ja, ich brauche auch erstmal neue Klamotten. Ich rufe, ich will in die Lobby. Wir werden heute wieder ein bisschen minern. Weil und diesmal lasse ich Fracht wohl liegen. Weiß auch nicht, gerade letzte Session hat mich halt wieder an Arm erinnert. Ja, verstehe ich. So dieses, das hatten wir nämlich auch schon mal. Ich und Fabi hatten auch mal irgendwann unterwegs, haben dann so ganz random ein Auto am Straßenrand gesehen, der verunfallt ist. Somit sagten wir, er ist verunfallt. Haben uns da schön nice Stuff rausgezogen, weil der das Auto nicht abgeschlossen hatte. Sind dann weitergefahren. Nur um dann kurz vom Übergabe zu verkaufen von den Diamanten, war es, glaube ich, von irgendwelchen Typen abgekämpft zu werden, die nicht mal vorher gerufen haben, dass es ein Überfall ist. Eben Expert, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Viel Spaß hier weiterhin. Also 1:1, wie das mit dem Gold jetzt mal. Du hast wieder auf Planeten fliegen. Das, diesmal halt irgendwie kein direkter Hinterhalt war, sondern halt erst dann ein Pendler. Wenn ich gerade richtig mitgehört habe. Oder ihr wurde direkt am Auto dann abgefuckt, oder? Nee, wir sind schon weitergefahren, wurden dann vor kurzem Verkaufen abgefuckt. Also genauso wie jetzt da. Ja, okay. Also genauso. So, wie genau gibt es hier nochmal Rüstung? Ich weiß schon nicht mehr. Das finden wir gleich raus. Irgendwo hier im Einkaufszentrum. Ich hoffe, dir geht's gut, eben Expert. Schön, dass du da bist. So, und Alex, mein Morgen war auch entspannt. Ich hatte jetzt nicht ganz so viel Zeit und ich liebe es, wie Star Citizen wieder komplett wild geht, was die Codierung angeht. Sekunde. Das ist halt nur Star Citizen. Ja, hier gibt es nur diese Basic-Ausrüstung, die richtig naja ist. Das ist halt meistens nur auf Oris und so, es tut mir leid. Und auf Planeten. Hier ist so der Convenience Store mit allem. Aber was ich auf jeden Fall diesmal mitnehme, wobei ich habe ja alles hier, glaube ich, oder ja. Ich habe den Vorteil, ich habe mein komplettes Inventar hier. Heißt, ich musste nichts kaufen. Den Stone Skin. Hier ist wirklich nur Klamotten. Und den Klassiker. So. Machen wir es mal so. Hier haben wir noch ein Multitool. Das für einen Aufsatz. Keine Ahnung. Nehmen wir das mit. Einmal Mining und einmal Tractor Beam. Habe ich hier auch Waffen? Ja, habe ich. Sehr gut. SMG klingt gut. Erstmal ausrüsten, bevor wir losgehen. Ja, ein Lifeguard Attachment kann ich noch mitnehmen, aber aufspalten.
Brauch keine 3. Wirklich nicht. Manchmal schwierig. Komm rüber. Inventarmanagement ist leider nicht das Spannendste hier. Munition fehlt nur noch, aber ich glaube, die Waffe kriegt man hier auch. Heißt, ich müsste hier auch Muni bekommen. Schauen wir mal, ob es lädt erstmal. Anscheinend nicht. Bei Tobi lädt es, das ist schon mal gut. Versuch's nochmal. Ja, jetzt lädt's. Okay. Kategorie. Personal Weapons. Den SMG habe ich nochmal, die C54, genau. Ja. Kaufen wir mal 5 Stück. Ah. Ich hoffe, die Folge war schön, Alex, und es hat dir gefallen. Kann ich mir aber vorstellen, wenn man aufsteht und dann kommt sowas raus, wo man richtig gehypt drauf ist, dann ist der Morgen automatisch besser. Hier nur noch Filters. Ammo, hier. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Hier. Und dann noch Ability. Okay, ich habe keinen Medpen mehr, also kaufe ich mir ein paar Medpens. Ah. Ja, also wenn jetzt so eine Folge kam, die den Hype nochmal richtig ordentlich aufdreht, dann glaube ich das noch mehr. Ein Detox-Movie können wir kaufen, Tobi. Wollen wir einen Detox-Movie mitnehmen? Der ist sogar pink, den nehme ich. So. Ist gekauft. Den brauche ich. Also eigentlich nicht, aber hey. Essen. Gibt es hier keinen Map-Pan? Nö, ich habe keinen gefunden bis jetzt. Anscheinend nicht, okay. Werden wir auch woanders bekommen. Dann würde ich aber sagen, wir machen uns auf den Weg zum Spaceport. Heißt, wir müssen mal schauen, welches Shuttle nochmal zum Spaceport fliegt. Hier sind ja überall Shuttle Base. Glaub ich mal, auf der anderen Seite war es. Glaub auch, gegenüber vom Krankenhaus. Ja. Wir sind dann nochmal zum Krankenhaus gelaufen, um unseren Spawn zu aktualisieren. Weil es hier halt echt schön ist. Also wirklich sehr schön. Schöner als beim Rest auf jeden Fall. Auch wenn ihr es bei mir nicht so gut seht, weil ich wegen der Codec-Einstellungen auf relativ niedrigen Details spielen muss. Skyway Shuttle Cold View. Ich glaube nicht, dass es Cold View ist. Aber wir können mal mitfliegen. Dort von Cold View aus geht's dann nicht zum Kann auch sein. Spaceport. Das ist immer auch auf der falschen Seite. Kann nicht sein. Wir werden sehen. Im Zweifel ist es heute wieder mal eine Orison Sightseeing Tour. Immerhin ist Orison auch eins der schönsten. Ja. Zumindest für mich. Weil ich glaube, Tobi, wir sind uns einig, dass wir beide nicht so die größten Fans von Hurston sind. Also von Stanton. Ne, warte, nicht Stanton. Lorville heißt das. Genau, Lorville. Der Industrial Style, da ist nicht so ganz unseres. Da ist ja alles relativ schmutzig und dreckig. Ja. Ach ja, kann ich mal annehmen. Machen wir alles an. Jo. 5 Server FPS, der Server ist also noch nicht komplett tot.
perfekte Voraussetzung zum Mining. Oder ist das doch? Doch, das sieht aus wie das Spaceport. War dann Cloud View, wo wir abgeflogen sind? Dann Lau Station, ja. So. Ja, Space Station. Sehr schön. Ach ja, heute aus Gründen nur bis 3 Uhr, nicht bis 4 wie sonst meistens. Heißt, ihr habt heute früher Pause vor mir. Das kann nur was Gutes am Wochenende sein. Yeah, das Torches Shuttle müssen wir nehmen, oder? Nee, bin ich verwirrt. Wir sind am Spaceport. Ja, okay. Huh. Hans fährt wieder weg. Alles klar. Tschüss, Tobi. Hä, da bist du... Hä? Du bist von mir gerade weggefahren. Okay. Also ich glaube, das ist der... Ja, August Dunlow Spaceport. Ja, genau, der Dunlow, das war... Der August. Ja. Bist bei mir wieder weg. Ist ganz weg, Record hier. Verstehst du wieder. Security Checkpoint. Ich habe gehört, mit der nächsten Version, also mit der 20, kommt sogar die erste C1, oder nee, die erste, ich glaube E1, das Explorer-Schiff. Da freue ich mich auch auf die Reihe. Das ist so eine kleine Reihe für einen Starter von Crusader, quasi. Also die kleinste bisher. Bin ich gespannt, wie das Schiff aussehen wird. Da freue ich mich schon drauf. Überall Flaschen Müll, ey. Ja, also der Server ist nicht der jüngste, glaube ich. So, schauen wir mal. Ich glaube, unsere Drake Cutlass ist destroyed. Ja. File Acclaim. 10 Minuten. Okay, wir werden nicht die Cutlass nehmen, Tobi. Wir werden diesmal ein bisschen größer. Oh nein. Hangar 20. Oh. Ja, ich glaube zwar, das ist für Mining ein bisschen Overkill, aber wir haben jetzt keine Wahl. Wir warten keine 10 Minuten. Ach, großartig. Moin Fabi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, wir fliegen mit dem Teil, Tobi. Nee. Das ist ja absolut nicht Overkill zum Glück fürs Mining auf dem Planeten. Nee, überhaupt nicht. Komm schon. Hallo? Ich habe auch schon geklickt. Oh no, ist der Server jetzt wirklich gerade durch? Authentische Star Citizen Erfahrung, nur hier, also auch hier. Ja, bei mir ist alles gut. Der Morgen war relativ entspannt, auch wenn nicht so zeitreich. Ich habe lang geschlafen. Aber alles gut. Und dank einer bestimmten Person im Chat fühlt sich meine Haut super an. Kein Shoutout, aber die Person weiß, dass sie gemeint ist. Jetzt Mann, komm endlich. Okay. Wo ist hier die Schaltfläche? Hier hinten. Dann halt so. Ja, ich glaube, der Server stirbt bald. Ja, ich gehe zurück, ich schau, ob ich das Schiff noch stornen kann. Sieht aber gar nichts gerade. Nee. 20 Mal gedrückt. Ja, einmal Server wechseln. Zum Spaceport.
Ja, also im Zweifel ist es halt so, dass wir sagen, dass wir mit Tobis Avenger fliegen. Ich glaube nicht, dass da ein Mining-Roboter drauf passt. Nee, da müssen wir leider was anderes machen. So. Ah ja, meine RSI Constellation ist unknown. Wir haben einen Bug. Cool. Müsste ich auch claimen. Tui! Ja. Wir wechseln einmal den Server und dann fliegen wir mit was von dir. Ich habe aber nur eine, das weißt du. Ich weiß. Wir müssen Okay. dann, wir können Bunkermissionen oder so machen. Also statt Mining gibt's Bunker. Oder sowas. Oder irgendwas anderes. Wir finden was. Das läuft heute wieder Das ist perfekt. es. Immer gut für eine Überraschung. Ja, die Überraschung, was funktioniert oder nicht, genau. Ja. Das ist die Überraschung. So. So, du bist auch im Das ist die Menü. Sehr Überraschung. gut. Dann gehe ich wieder rein. So. Das heißt, ihr seht jetzt wieder unseren Weg zum Spaceport. Ja, wir setzen mal eben die letzten 20 Minuten und starten neu. Ja. Wie großartig. Macht doch Spaß, oder, Tobi? Ja. So, dann stehen wir mal wieder auf. Einkaufen sparen wir uns jetzt mal. Ja. Oh nein. Was denn? Wir sind im selben Server, Hannes. Es ist exakt der gleiche. Ist exakt der gleiche, weil der Sigi gerade schon wieder in den Chat schreibt, der gerade auch auf den Chat geschrieben hat, in den Chat geschrieben hat. Ja, dann gehen wir auf US-Server. Und Ereignisreich. das ist ja, ne, wenn derselbe schreibt, ist es ja ein großes Indiz dafür, dass derselbe Server ist. Ja, ist es. Nochmal ins Hauptmenü. Wir gehen auf US-Server. Server Hopping. Ein Spielprinzip, das es leider öfter notwendig macht. Auch Ja. hier bei Assassin. Hoffentlich ist das dann irgendwann mit dem Server-Meshing Geschichte, aber das ist noch weit hin. Wobei, wenn wir jetzt noch mindestens 5 Minuten Server-Hopping machen müssen oder dann erst beim Spaceport sind, dann haben wir auch wieder die Cutlass. Hat auch Vorteile. Aber ja, Server-Meshing kommt vermutlich, so wie ich das mitbekommen habe, erst mit der 4.0 und die kommt voraussichtlich, großes voraussichtlich, erst Ende des Jahres auf den PTR, also auf den Testserver. Boah. So, hier haben wir mehr Server-FPS, okay. Hä? Hi Tobi. Verdacht, hier ist unten. Ach so, weil ich den auch aufgecallt Ja. habe. Ah ja, Alex, gestern übrigens von dem Lachflash, ne? Ich werde heute Abend mich an den Clip setzen, so viel kann ich nur mal sagen. Geh bitte weg mit Ziegen. Ich kann heute echt keine Ziegen mehr sehen, hören oder sonst was. Also, bis mir gestern Abend nehme ich Damage, mach aus dem, was Alex gestern, wo ich so ein Lachflash hatte, mach ich einen Clip. Das war aber so gut. Ja, kannst direkt von gestern die Best-of-Folge machen. Das sind dann 90% Dirty Jokes. Kannst du mich in den Augen dunkel lesen, sag ich nur. Ich sag nur, kannst du mich in den Augen im Dunkel lesen? Ja, das nicht, aber der Rest schon. Nee, das ist der Clip, den ich irgendwie schon mal klar Ah. machen will, ob die Folge noch 10 Jahre braucht, bis sie kommt, aber. Und da fährt das Schiff.
So. Ciao. The next shuttle is approaching the station. Wieder ja, drüben. Cool. Ne? Hä? Wieder hier drüben. Okay. Meine Rotierungssinn ist angegangen. Da kommt's schon. Hat man gemerkt. Gestern war toll. Was hast du schon wieder für süße Emotes, Alex? Wo hast du die immer her? Jeden Stream komme ich hier rein und Alex hat neue süße Emotes. Jeden Stream. Wirklich. Immerhin, die Aussicht hier ist wundervoll. Der Helmet Image übelst hart an Destiny. Mannes. Kann gut sein, den habe ich in der Bunkermission gelootet. Was ein gutes Thema ist, wir machen ja vermutlich welche. Außer das Schiff ist gleich da. Ja, und für alle, die gerade erst dazukommen, wir sind gerade am Server-Hopping, weil wir auf einem sehr toten Server gestartet sind. Und das erst am Spaceport gemerkt haben. Und der Server hat quasi unser Backup-Schiff so ein bisschen verschleißt. Deswegen sind wir gerade am spontanen Umplanen. Ursprünglicher Plan war Mining. Also Planet Mining mit dem Rock. Was es jetzt wird, wissen wir noch nicht. Wenn wir wieder ein Schiff haben, wo wir einen Rock reinkriegen, dann Planet Mining. Wenn wir kein Schiff haben, wo ein Rock reinpasst, dann... ja, vielleicht Bunkermissionen oder sowas. Genau, The Rock. People selber auf Harvey erstmal. Oh Mann, ey. Skyway Shuttle Service. Have a pleasant stay. Wie er guckt. Immer wieder schön, du machst einen Aufzug auf und erstmal jemand, der eigentlich auch woanders hin wollte, ist drin. So. Ich hab gesagt, People's Elbow erstmal vor, wie hab ich gesagt. Signature. Schauen wir mal, ob's jetzt klappt. Wir müssen mal wieder WWE Multiplayer spielen, Fabi, auch wenn der aktuelle Teil nicht so geil war. Ich habe mir Lust drauf. Do it, why not? So. Das war so funny. Ja, die Drake ist fertig. Wir haben ihn so lange gebraucht, dass geclaimed ist. Hangar 4. Wir gehen Mining machen. Endlich. Also nicht wir gehen Mining, wir gehen Minen. Spiel mal Minecraft. Ja. Hangar 4. So, mal gucken, ob es jetzt beim ersten Mal in ihrer Route geht, wenn es so ist. Ja. Der Server ist gut. Den behalten wir. Ah, Sekunde, was nehme ich aber noch mit, bevor ich einsteige, und zwar Armor, irgendein Rucksack, ja, egal wie hässlich, komm, nehme ich mit. Ja, und du kommst dahin. Hässlicher Rucksack, aber egal, Hauptsache Rucksack. Zumachen.
Es funktioniert finally und wir kommen hier weg. Endlich. Light ready. So. Bitte keine unsichtbare Wand, das wird jetzt noch fehlen, danke. Wenn jetzt explodiert werden, weil ich nicht reagiert hätte. Die erste Frage, hey Fabi, willst du vielleicht auch Siedler spielen? Reicht für heute. So. Wir müssen nach Crusader L1, damit du dir das leihen kannst. Ich würde es wieder so machen, dass du erstmal Geld bekommst. Wie du magst, ja. Ich bekomme ja ein bisschen was mit, wenn ich die einzelnen Steine auflese. So. Rufe Moon oder so. Sorry. Alles gut. Damit verlassen wir Orison. Und diesmal machen wir hoffentlich nicht im Krankenhaus auf, wenn wir wiederkommen. Wäre cool. Bitte. Ich glaube, ich muss mal anfangen, eine Liste zu schreiben. So, sind wir schon weit genug draußen. Sieht so aus, ja. Was ich jetzt schon mal schaue, wobei genießen wir erstmal das Bild. Quantum Drive sieht einfach immer noch toll aus. Schau mal kurz mal trinken. Tobi, du kannst die Leute hier unterhalten. Okay, soll ich irgendwas singen? Sehr gut, dann merkt ihr Leute, mit Tobi wird's nie langweilig. Also ich weiß nicht, ob du jetzt was gemacht hast. Ich war überlegen. Okay. War zu kurz. Dann zur Ambitious Dream Station. Cooldown und hin. Wir sollten nicht mit Vollspeed darauf zufliegen. Links überall von uns fliegt einer. Ja, da vorne ist auch ein Spieler. Halt gut was los heute. Nach einem Schiff sieht's aus da oben. Kannst du irgendwas erkennen? Kleines. Okay. Starterschiff. Ah. So auf Avenger-Größe würde ich schätzen. Okay. Konnte man irgendwie zoomen eigentlich nochmal? Ich glaube, wenn du F drückst und rein mit dem Mausrad, kannst du ein bisschen zoomen, aber nicht viel. Aber jo, es sind zwei Spieler auf der Station. Ja, ist dieses andere Starterschiff, dieses auch zur Erkundung und so. Du meinst das von Origin? Ja, die ist flachere auf jeden Fall. Die I-200, glaube ich. Oder die 350i. Die 350i ist das mit mehr geschwungenen Elementen. Auf jeden Fall das Origin-Schiff, okay. Das ist so relativ weiß und mit vielen geschwungenen, aber sehr flachen Flächen.
Lustig ist, das Schiff sieht aus, als wäre es super gut steuerbar, aber es fühlt sich nicht mal so gut steuerbar an. Da unten gab es auch das Gear, was gegen Feuer ganz gut ist, oder? Also gegen Hitze. Ja, aber ich werde heute, glaube ich, gehen wir nicht auf Daymar, wenn so viele Spieler aktiv sind, sondern auf einen anderen. Okay, gut. Jetzt hat mich nicht so fast gekillt. Du kannst, wenn du willst, schon mal dir was mieten gehen. Jo. Und ich schau mal kurz, auf welchen Mond wir gehen von Poseidon. Also auf Jela gehen wir auch nicht, weil da sind in der Nähe die Grimhex. Das ist der gesetzlose Außenposten. Dann haben wir hier einen Mining Post. Sieht nicht gut aus. Weiß nicht, ob das ein richtiger Mining Post ist. Das ist das Problem. Muss ich mal kurz googeln. Nee, sieht eher nach einem kleinen Posten aus. Okay. Okay. So. Wollte ich nicht, ich wollte wieder hier. Berlin ist raus. Jela. Der Ungarn. Wäre hier nur Daymar zur Wahl oder wir springen ins nächste System. Nächste wäre dann. Wie sieht denn auf Aberdeen aus? Nicht gut. Nope. Hier ist ja fast gar nichts los auf den Monden, okay. Ja gut, wo es auf jeden Fall geht, ist hier. Pack mal eher was gegen Kälte an, Tobi. Oh je. Das wird aber ein bisschen dauern, bis wir da sind. Tu schon mal was raus für die Travel-Zeit. Werbung, bitte Ruhe, danke. Dafür habe ich doch eine Playlist. Ja, leider sind noch nicht sonderlich viele Einträge drauf. Egal. Kann ich leider in dem Moment nicht ändern, aber ich kann mal suchen, ob ich noch was finde dafür. Hey, gibt's ja nur was gegen Hitze, ne? Okay. Wenn ich das ja, so moderate Kälte müsste auch erstmal passen. Aber nur die Horizon-Rüstung, die ist halt. Hm. So. Temperature Rating minus 37. Ein älterer Trailer, aber der kommt mit auf die Clips-Playlist.
Ich glaube, ich habe was für den Flug. Mist. Okay. Gut, okay. Ich habe auf jeden Fall gerantet. Okay. Kannst du wieder zum Hangar kommen? Ich bin noch drin. Jo. So. Aber was Tradition hier ist, bisher, wenn wir weitere Strecken fliegen, dann schauen wir uns Star Citizen Trailer an. Einfach um die Reisezeit zu überbrücken. Weil in der Zeit passiert in der Regel nichts. Genau, das Ziel ist gesetzt. Dann nochmal schauen, ob ich noch was tanken kann, aber da wir fast nicht geflogen sind, müsste alles gut sein, ja. Was können wir noch umstellen? Wir brauchen gerade keine Waffen. Nein, nicht 100% auf Antrieb. Bisschen Schilder hätte ich gern. Ein bisschen. Kleines bisschen. Welcher Hangar waren wir? Das kann ich dir nicht sagen. Du bist rausgefahren. Warte, ich schau mal. Einmal aussteigen. Einmal das Schiff verlassen. Ja, du bist 5000 Meter weg, das heißt, der kann es nicht sein. Das weißt du leider vorher nie. Hangar 4. Ach, fast schon 14. Nee, 4. Aber eine 4 war dabei. Hä? Achso, jetzt bin ich jetzt noch raus. 4 habe ich gesagt, Spiel. So, schon mal die Playlist aufmachen. So. So, Schätze. Nein, du sollst nicht abspielen. So. Du sitzt sehr gut. Dann Antrieb an. Aus. So. Nein, da wollen wir nicht hin, da kommen wir gerade her. Okay, gerade hat das anscheinend nicht aktualisiert, wo ich hin möchte, oder? Außer es ist das. Nein, okay. Machen wir den Quantum Drive nochmal aus. Cool, dass es das nicht richtig aktualisiert hat. So. Quantum Drive. Jetzt sieht's doch gut aus. Dann einmal Energie. Quantum Drive is now on. Ja, und das wird ein längerer Flug. Deswegen machen wir das jetzt so. Kinomodus. Und die Szene wechseln.
So, das sieht fast gut aus. Nein, Miniplayer wollte ich nicht. So. Super, so. Hat sich wohl mal wieder was von den Seitenverhältnissen geändert. Ist nicht schlimm. Wir schauen hier mal rein in der Zeit. Musik auf Pause. Das war der Trailer zu Drake Vulture, das Ein-Mann-Salvage-Schiff. Ich fand den Trailer recht cool. Viel davon geht noch nicht, wie das Hull-Munching, also dass du die Hülle nicht nur quasi aberntest mit den wertvollen Legierungen, sondern dass du dann die Hülle auch wirklich komplett auseinanderschneidest. Das gibt's leider noch nicht. Kommt aber hoffentlich noch. Wo wir beim Thema Drake sind, bleiben wir doch gleich mal bei Drake. Ein älterer Trailer, aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Trailer können sie. Ich glaube, da muss man nicht drüber reden. Wie gesagt, ein bisschen älter der Trailer. Die gute Prospector. Das ist die Drake Kraken, oder das ist die Vorschau-Trailer für die Drake Kraken. Sie ist immer, sie ist noch nicht fertig und der Ankündigungstrailer ist 4 Jahre alt. Aber man sieht auch, in welche Richtung das geht. Das wird ein... So, ich muss wieder wechseln. Szene. Zu Star Citizen. Sind nämlich bald da.
Victory Kraken wird ein Carrier. Also, glaube zumindest wird ein Carrier, hat man ja auch mit den ganzen Landing Pads gesehen. Recht schwer bewaffnet anscheinend auch das Ganze. Und recht groß. Also, sah nach Spaß aus, oder was sagst du, Tobi? Ja, nicht schlecht. Ist aber wohl auch ein Schiff eher für eine Organisation als für einen Spieler. Also. Wir müssen nach OM6. Cooldown läuft noch. So, und jetzt geht es weiter nach Lyria. Da werden wir jetzt Bergbau betreiben, Tobi. Schauen wir mal, ob deine Rüstung ausreicht. Wenn nicht, müssen wir noch kaufen gehen. Wenn nicht, sterbe ich einfach. Hoffentlich nicht. So, jetzt brauchen wir noch einen Mining Post. Aber hier gibt es auf jeden Fall genug. Und Lyria ist meistens auch der Mond, wo relativ wenig los ist, geführt. Generell habe ich das Gefühl, auf Daima ist am meisten los. Von den Monden. Hallo Harley, schön, dass du da bist und reinschaust. Wie geht's dir? So, wir sind dann gleich da. Hast du schon Bock, Tobi? Ja, wenn ich gleich erfriere. Also vom Mining her schon, ja. Dann kann immerhin niemand sagen, dass du nicht der Coolste im Stream bist. Nö. So, nach diesem schlechten Wortwitz geht's weiter. Aber nicht nach Lipid. Du sollst nicht nach Vepit fliegen, meine Güte. Schön, dich hier zu sehen. Freut mich sehr, dass du reinschaust. Klingt doch gut, wenn es soweit okay ist. So, noch 1 Kilometer. Das ist 1 Kilometer noch. 8000 Meter. Mathe-Mann ist heute nicht mit mir. Dann holen wir dir gleich mal den Rock, laden dich ein und dann schauen wir mal. Was K? Ja, K war wie toll. Ich nehme mal das kleinere Pad, weil wenn eine C2 hier landet und auf uns drauf landet, dann war's das mit dem Schiff. Ah, da ist auch schon das Pad, wo Tobi hin muss. Hier ist Tobi mal noch einfacher. Einmal ungefähr passen und drehen. Passt das schon oder muss ich noch weiter? Ist sogar schon ein bisschen zu weit, hey. Das ist okay. Einmal runter. Und gelandet. Wir sind nicht explodiert bisher. Sehr gut. Ja. Gehen wir mal raus. Willkommen auf Lyria. Hier wird gemeint. Gerade angenehme minus 4 Grad, also es geht. Also die Armut sieht jetzt anhalb hält bis minus 67 aus, mal gucken. Okay. Das sollte ja gut klappen. Ah, hier liegt schon mal jemand totes, das ist schon ganz cool. Immer ein vertrauenswürdiges Zeichen, nicht wahr?
Aber es wirkt zum Glück relativ verlassen hier alles. Ich habe tatsächlich mehr Angst vor Posten, wo du reingehst und es stehen 10 Leute rum. Gibt's das auch? So, was haben wir denn hier? Gibt's das auch? Ja. Okay. Das wird alles mitgenommen. Alles, was ich looten kann, wird gelootet. Muss so. Sind hier noch mehr Lootboxen? Nein. Also das hier ist übrigens die gute Art von Lootbox, weil ich keinen Schlüssel dafür brauche oder so. Den ich mir für Geld kaufen muss. Alter. Was denn? Oh, nix. Vermutlich erstmal fast wogegen gefahren. Nee, die Crackhead ist in mir gespawnt. Das war gerade was anderes. Ah. Ein anderes Erlebnis. Klingt unangenehm. Ist ein bisschen groß. Ich glaube nicht, dass das passt. Tobi parkt gleich ein. Wir suchen noch weiter, ob wir irgendwo noch coolen Loot finden. Okay, ich bin erstmal gedriftet. Nice. Nice. Aber ja, wir werden gleich diesem Mond hier seine Mineralien berauben. Was habt ihr heute noch Schönes vor? Ist hier noch ein nicht so weit fortgeschrittener Sonntag. Auch wenn ich heute leider ja nicht so lang live bin. Aber zumindest einen Teil davon können wir ja zusammen verbringen. So. Das wird auch eingepackt. Das Local. Noch eine Lootbox gefunden, sehr gut. Die Lootboxen erkennt man hier relativ gut. Das ist das Schöne. Die heben sich ein bisschen ab. Hier ist nix. Wenn man einmal weiß, wie sie aussehen, dann sieht man die relativ fix. Okay, ein pinker Helm nehme ich mit, aber nicht direkt ins Inventar. Das tue ich alles in mein lokales Inventar, weil ich brauche das gerade nicht bei mir. Und beim nächsten Server-Update, wo alles so ein bisschen resettet wird, kommt das alles in meine neue Heimat. Und dann habe ich das alles da. Kann mich darüber freuen. Da sehen wir Tobi einpacken. Beziehungsweise, was ich mir mitnehme von Local, ist etwas Wasser und die Nutrition Bars. Was zu snacken. Snacks sind auch im Weltall nicht zu unterschätzen. Wichtige Regel. Und kannst du noch aussteigen? Ich hab perfekt geparkt, ich sag's dir. Sehr gut. So, zu. Dann scannen wir mal nach Erzen. Ich muss immer warten, bis Tobi oben ist, bevor ich rein kann. So, Antriebe zünden. Hier an der Station werden wir keine Ärzte finden. Heißt einfach ein bisschen rumfliegen und scannen. Können auch mal ein bisschen Stoff geben. Mal schauen, was uns die Triebwerke so hergeben. Es ist leider so, es gibt Flächen, da ist relativ wenig. Und dann sind die Ärzte relativ geclustert in der Regel. 2000 Meter. 5G, da wird einem ja noch nicht schwindelig. Das halten wir aus, oder Tobi? Ja klar. Logisch.
hoffen wir, dass es kein großer Brocken ist, weil den können wir nicht abbauen mit dem Rock. Wir hoffen auf Edelstein. Sieht aus, als ob die hier so seitlich sind. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Wie toll. Und Landing Gear. Dann nähern wir uns da. Genau, da unten sehen wir die kleinen Steinchen schon. Ein kleiner Cluster. Könnte eine gute Ausbeute werden. Hoffen wir nochmal, dass ich nicht Fettfinger beim Landen, sondern uns gut runterbringen. Das sieht doch gut aus. Triebwerke aus. Triebwerke aus hat zwei Gründe. Zum einen sorgt es dafür, dass Bugs unwahrscheinlicher werden, weil manchmal buggt das rum, wenn die Triebwerke noch an sind und das Schiff haut einfach ab. Ist nicht so cool. Und zum anderen kann es passieren, dass also die Signatur, die du auf dem Radar von anderen hast, ist entsprechend geringer, wenn du weniger Energieverbrauch hast. Und mit abgeschaltetem Antrieb ist deine Energiesignatur kleiner. Heißt, du bist weniger sichtbar. Bitte nicht mich überfahren, Tobi. Ich guck schon. So. Ja, bei der Gelegenheit könnte ich auch mal... Ah, Magazin ist dann sehr gut. Was haben wir denn hier? Dolly Wien. Das war sogar das Wertvollere, glaube ich. Aber ich glaube, die Masse ist für meinen Mining Laser zu groß, oder? Ich glaube, da brauchen wir Tobis Rock. Ja. Das seht ihr hier an der Anzeige. In Spielen stimmt's, Alex. Seht ihr hier an der Anzeige auf hier neben? Mit dem grünen Bereich und dem roten Bereich darüber. Normalerweise würde sich unten der Balken langsam aufbauen. Der ist aber hier auf 0 die ganze Zeit. Heißt, ich mache da mit dem kleinen Laser gar nichts. So, wie switche ich nochmal hier? Das ist Collection. Heißt, Tobi baut die Sachen ab und ich helfe nur beim Einsammeln. Hast du den ersten Mut schon geknackt? Nö, der war keiner. Ah, okay. Das ist ein Fake. Ich hab den dahinter gescannt. Oh je. Aber ja, schon in Spielen gibt es manchmal, vor allem mit Ragdoll, sehr lustige Effekte beim Überfahren. Was ihr auch gleich sehen könnt, also abgesehen vom insanen Licht von dem Strahl. Alter, geht übelst auf. Ist, dass der Stein langsam dann Adern bekommt, an denen er aufreißen wird. Wenn Tobi dem mehr Hitze zuführt. Und er wird dann richtig schön explodieren und die ganzen Edelsteine freigeben, die wir dann einsacken. Und die verkaufen wir dann für Geld und so kommen wir an gut Geld. Also, was wir bisher damit gemacht haben, war nicht schlecht. Ich glaube, so ein Rock für einen Tag kostet 3000 oder so. Oder 4000 Alpha UEC. Und wir haben nach einem oder zwei Steinen irgendwie 40.000 gemacht. Also schon mal das, was wir eingesetzt haben, verzehnfacht. Also bringt gut Geld. Ich gehe aber ein bisschen weg, weil wenn Tobi den Stein überhitzt und das Ding explodiert, bin ich sonst tot. Rutschen die alle runter. Ja. Für die Rutschbahn. Hier überall am Hang verteilt müssten jetzt Edelsteine liegen. Tobi sammelt die gerade schon auf. Ja, da rollen sie. Der
Verfolgungsjagd jetzt hier. Ich habe aber auch welche bekommen, aber die rollen recht gut weg. Das ist halt das Doofe an so einer Hangposition. Ja. Wir können uns den auch einfach nehmen, dann haben wir ihn in der Hand. So sieht so ein Stein aus. Kann sich nochmal anschauen. Richtig schönes grünes Steinchen. Und dann sagen wir einfach, wir storen den. Bevor es für diesen Handmining-Laser, den ich hier habe, dieses Collection-Tool gab, musste man jeden einzelnen Stein, den man rausgesprengt hat, also nicht mit dem Rock, sondern mit dem Handtool, musste man händisch einsammeln. Jeden einzelnen. Und das hat einen Cooldown, weil der Server kurz braucht, um das zu aktualisieren. Als du standst da, baust vielleicht so 30 Sekunden ab, 40 Sekunden und sammelst dann erstmal 2 Minuten Steinchen ein. Das ist jetzt zum Glück besser. Machen wir mal wieder Musik an. Ganz vergessen. Aber die Atmosphäre ist schon cool, so auf der Mondoberfläche. Theoretisch, wenn ihr wo seid, wo es bevölkerter ist, solltet ihr auch vorsichtig sein und immer die Rampe zumachen. Aber hier ist halt niemand. Also, ich glaube, Lyria ist so mit Baller einer... Wobei, Microtech sind noch weniger Leute unterwegs, außer da ist ein Event. Da ist gefühlt gar nichts los. Das Einzige, was man hier manchmal hat, sind NPCs von Bounty-Missionen, die Leute nicht weggemacht haben. Komm her. Da haben wir einen bekommen. Der rutscht sehr alle weg jetzt, weil... Ja. Da kullern die ganzen wertvollen Steinchen. Und ich stelle mich jetzt hier hin und schau mal, ob ich wieder hier upgraden kann. Glaube aber nicht. Der Laser hier ist halt doch nicht so stark. Im Zweifel, Tobi, kannst du auch schon mal 2 Steine oder 3 abbauen und dann erst einsammeln. Weil dann sammeln die sich auch hier unten irgendwo. Dann kannst du da mehr aus dem Vollen schöpfen. Weil der Vorteil auch im Rock ist, man sieht dann, wo die Steine liegen. Das sehe ich jetzt nicht, weil ich keinen Scanner habe. Und es gibt auch noch keinen so kleinen Scanner. Aber wir haben jetzt zum Beispiel schon 22 Dolivin eingesammelt. Da liegt noch einer. Den nehme ich ja was vor. Hat es den grabbed oder gestort? Grabbed, okay. Storen wir ihn jetzt. Nein, ich brauche nicht das SMG. Wieder umschalten. Dass man sich nicht merkt, welchen Modus man aktiv hat, ist ein bisschen nervig. Tobi, einfach weitermachen. Ich schau mal, ob ich währenddessen auf deinen Storage zugreifen kann und dir die Sachen reinlege. Jo, kann ich. Sehr gut. Heißt, du kannst hier oben abbauen und ich schau, dass ich unten schon mal das Gröbste aufsammle und dann bei dir reinpacke.
Ein paar behalte ich aber, okay? Ja. Treibstoffkosten. Ja. So, da müssen gleich wieder Steinchen kommen. Da kommen die ersten Dolivinsteine. Den folgen wir. Und schauen, wo sie sich sammeln. Das ist deutlich schlauer, als uns oben an den Hang zu stellen und zu hoffen, dass wir einzelne erwischen. Wir lassen die Gravitation für uns arbeiten. In der Tat. Sieht hier aus. Sieht so aus, als ob die hier alle landen. Alles schön einsammeln. Deine drücken uns immer ein bisschen weg, aber das macht nichts. Kommt alle her. Alle in meinen Rucksack. Da kommen noch mehr Steine. Oder noch einer. Einfach schnell wegpacken. Also hier liegen bestimmt noch viel mehr rum, aber ich kann halt immer nur ein paar folgen. Ich habe, wie gesagt, keine Anzeige. Die eine muss Tobi dann einsammeln. Tobi, du kannst hier unten gleich mal die abfahren, die ich nicht erwischt habe. Bevor die despawnen. Liegen hier unten noch irgendwo welche rum? Hier bei dir 3 Stück. Okay, sehe ich gar nicht. Links oder rechts neben mir? Links. Von dir oder von mir? Bei dir, von dir. Okay. Von mir aus links, die hole ich gleich. Erstmal die hier. Ah, da meintest du, okay. Beinchen. Hier unten noch welche? Ach, da liegen vermutlich ganz viele verteilt. Ja, aber nur 2. Nö, nee, geht. Okay, dann geht das ja. Teilweise hängen die sogar oben noch fest. Das ist Glück gewesen. Cool. Wie viele Steine hast du noch im Cluster? 4 Stück. Okay. Was man sich später auch überlegen kann, ist, dass man sich 2 Rocks mietet und dann halt ein größeres Schiff nimmt, wie die Andromeda. Problem ist, was auch schon angekündigt ist, es wird später so sein, dass das Wetter quasi auf dem Planeten und Monden extremer wird. Also es wird mehr Zonen geben, wo man nicht so gut fliegen kann oder nicht viel sieht. Deswegen werden irgendwann auch die Bodenfahrzeuge wichtiger. Weil aktuell sind die halt nur ein nettes Gimmick. Aber wofür brauchst du die? Du kannst überall hinfliegen und hast mit Bodenfahrzeugen in der Regel einen Nachteil gegenüber halt Raumschiffen. Das wird sich aber dann irgendwann ändern. Und wie ihr seht, das ist ein Common Theme hier in Star Citizen. Irgendwann wird sich das ändern. Das ist halt unglaublich, das ist wirklich schon lange in Entwicklung. Und es bietet auch schon echt viel. Aber es ist noch so viel, was die Entwickler vorhaben an coolem Zeug. Und aktuell ist echt eine spannende Zeit, weil sehr, sehr viele coole Änderungen so gerade so am Sichthorizont sind. Zumindest große Änderungen, die eine wichtige Grundlage stellen. Wie eben das Server-Meshing. Das ist halt das Coole aktuell. Und dadurch, dass halt so viele Gameplay-Loops schon teilweise enthalten sind, hat man auch was zu tun. Weil bisher geht Tobi und mir der Content nicht wirklich aus. Wir könnten ewig traden, wir könnten ewig Asteroiden-Mining noch machen, wenn wir das Geld haben. Es wäre eigentlich interessant zu sagen, wir sparen auch eine Prospector oder so. Und da kommen die Steine.
Da kommt der Reichtum auf uns zugerollt. Oh. Ja, der rollt noch ein bisschen weiter. Wohin rollt er denn? Hier? Ja, hier. Komm her. Alles mitnehmen. Also zu den Steinen sei gesagt, es gibt noch kleinere Nodes, also kleinere Steinvorkommen. Die kann man dann mit diesem Handlaser, den ich hier habe, abbauen. Dafür ist der eigentlich da. Oder eben, ein Kumpel meint die Sachen ab und ihr sammelt mit ein. Geht schneller. Aber wenn Tobi jetzt nach jedem Cluster runterfahren müsste, um Steine einzusammeln, wären wir noch in 10 Minuten da. Tobi, jetzt nicht rückwärts fahren gleich. Also sobald du gleich meinst, hau ich dir die nächsten Steine in dein Inventar. Okay, ja. Also bitte nicht rückwärts fahren. Sehr ungut. Achtung, ich rutsche ein bisschen automatisch, da kann ich nicht zuhören. Das ist hier scheiß Boden hier. Ja, dann splitte ich die vorher schon mal. Deswegen ist ja auch nicht ganz so einfach abzubauen. Weil sich der Stahl die ganze in der Dynamik anpassen muss. Ja. Weil es hier so Eis ist. Mann, ich will 10 absplitten. 9. Split. Okay. Aufhören. So. Und jetzt schnell weg. Vor allem nach links ab, ja. Aber es ist cool, dass wir Dolly Wien gefunden haben. Das ist, wie gesagt, nochmal mehr wert. Dauert auch länger abzubauen, ist mir gerade aufgefallen schon. Ja. War das der letzte? Nee. Warte. Okay. In der Kuhle alles. So. Ja. Komm, erinnere ich dich auch mal beim Hang oder erst unten? Erst unten, okay. Oh. Also ich glaube, mit dem Knoten haben wir auch die Mietkosten schon wieder drin, Tobi. Ja, auf jeden Fall. Da kommen halt immer noch Steine. Ich habe ordentlich was im Inventar. Tobi hat schon mehr als, ich glaube, 100 Stück im Inventar. So ein Stein ist, glaube ich, ungefähr 500. Sogar mehr Credits wert, also. Alpha USC, ja. Alpha United Earth. Oder Empire Credits, ja. Und sieht halt auch noch cool aus, so zum Zuschauen. Oh, der schöne Sternenhimmel hier. Ohne Atmosphäre ist der halt cool. Weiß ich nicht, ist das da hinten Valla, also der andere Mond, oder ist das Arcor? Weiß ich nicht da hinten. Der Typ heißt ernsthaft Dildos Wiggins. Hä? Der Typ, der gerade das Rescue-Beat aktiviert hat, ist ernsthaft Dildos Wiggins. Wer heißt Dildos Wiggins? Der Typ, der gerade das Rescue-Beat aktiviert hat. Ah. Ja, also ist schon ein legitimer Name. Bilbo Baggins, ey. Oh Mann. So, da seht ihr, der Stein glüht so richtig.
Und gleich platzt er dann auch auf. Das ist vor allem cool bei Asteroiden, weil da sieht man richtig die Nähte, an denen der Asteroid dann zerplatzt, beim Asteroiden-Mining. Dafür brauchen wir aber ein größeres Schiff und da ist auch noch der Clou. Da gibt es dann austauschbare Aufsätze, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Heißt, da musst du auch je nach Asteroid oder Zielerz deine Ausrüstung anpassen. Das ist nochmal ordentlich vielschichtiger. Und das kannst du den letzten Jahr gerade alleine machen. Ich müsste nämlich kurz mal auf K. Ja, klar. Wegen Essen und so weiter, weißt du? Steig einfach aus. Bei mich aber. Jo. Das ist nur noch der eine hier. Jojo, krieg ich hin. Ich stelle mich aus Sicherheitsgründen nochmal lieber ins Schiff, oder? Ja. Falls was passiert, kannst du wenigstens abhauen. Ich hänge dich hier am Bordlehnen noch fest. Ich würde gerne in den Piloten sitzen, ja. So. Bin ich gut, seht ihr das auch mal? So, bis gleich. Bis gleich. Geil, 40k. Ja. Die überweise ich dir auch gleich. Nee, 40k Error Code. Oh. Aber ja, ich hab die 40k auch gekriegt. Gerade dein Geld, also deine Waren verkauft. Dann ist gut. Ja, also, Tobi hat ein 40k, heißt, wir müssen ihn gleich vorab holen. Warte mal, Joey Leader. So. Oh Mann, ich will das gerade nicht hochladen. Kommt schon. Be real, was tust du? Ja, gut. Oh, okay. Du bist ja nur 40 Milliarden, 40 Millionen Kilometer von mir entfernt, ja, easy. Du bist wohl vermutlich auf Horizon, oder? Ja. Großartig. Finde ich auch. Ja, dann machen wir es ganz einfach. Ich fahre jetzt mal Tobis Rock aus dem Schiff. Lad ein bisschen Barrel ein und verkauft das dann auf Orison. Wobei, was wir auch machen können, es ist nicht mehr so lang. Tobi, kannst du dir deine Avenger schnappen und nach Arkorp fliegen? Nach Ark, ja, kann ich machen. Dann machen wir ganz einfach dann auf Arkorp heute Schluss. Weil wir wollten ja bis 3 Uhr machen. Dass wir beim nächsten Mal wieder am selben Ort sind. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Und wir müssen uns das nächste Mal merken, Tobi, du solltest dich hinsetzen, bevor du essen gehst. Ja, du lagst hier entspannt auf dem Boden rum. Was? Ja, ich musste ja fliegen. Ach so. Stimmt. So. Wenn irgendjemand hier diesen Rock findet, herzlichen Glückwunsch. Habt Spaß damit. So, hier machen wir nochmal zu, falls sich sonst irgendein Scherzbold an Bord schleicht und mir beim Fliegen in den Kopf schießt. Ja, solche Leute gibt's. Reden wir nicht weiter drüber? Thank you. Ich weiß mal kurz, ob das hier funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert, ja, Gott sei Dank.
Ich hab's endlich mal geschafft, ein Be Real in den 2 Minuten zu posten. So. Auf. Und wir kaufen Barrel und keine Diamanten, weil Diamanten, wenn wir jetzt ein 30.000 haben, sonst beiß ich in die Tastatur. Sind nämlich teuer. Was bei Diamanten auch logisch ist. $46,000, $103,000. Ja. Heißt, unser Laderaum wird jetzt voll sein. Nehmen wir noch ein bisschen Gewinn als Händler mit. Genau nach Artcorp kommen wir auf jeden Fall. Area 18. Ich würde sagen, fürs nächste Mal können wir auch den Spawn umlegen, Tobi, oder was meinst du? Von mir aus, jo. Weil hier ist weniger los als auf Daymar. Und die Temperaturen sind anscheinend ganz angenehm. Mit minus 7 Grad. Und hier seht ihr zum ersten Mal einen richtig vollgerammelten Frachtraum. Von der... unserer guten Cutlass Black. Geh auf. Your Kleta Launch. Dann haben wir ordentlich mehr Schub. Und ich navigiere schon mal nach Arcorp Area 18. Area 18 auch der Ort, wo die meisten Spieler starten, weil da ist jetzt das Tutorial. So. Voll Schub. So sehen unsere Triebwerke mit Afterburner aus. Thank you. And please visit again. So. Dann einmal. Ah, Arcorp haben wir da gesehen. Okay. Nicht Valar. Und Schub. Posen ist 40 Millionen Kilometer entfernt. Ja, so eben den Hyperraum. Muss man nennen. Nice. Universen sozusagen gesprungen. Schauen wir mal, was wir für die für Sparrow bekommen. Ich habe leider wieder den Anfängerfehler gemacht, aufzuschreiben, wie viel ich gezahlt habe. Aber normal, wenn ihr euch das notiert, dann könnt ihr besser tracken, wie viel ihr einnimmt. Logischerweise. Ja. Area 18 auf dem Kopf. Zum Glück ohne Wolken. Weil hier mit Wolken fliegt man sehr leicht gegen den Wolkenkratzer. Und das ist nicht sehr gesund. Müssen wir nur noch den Spaceport finden. Ich glaube aber, der könnte da hinten tatsächlich sein. Weil wenn ihr durch die Wolkendecke auf Area 18 fliegt, müsst ihr relativ weit runter, dass ihr wirklich schon teilweise Wolkenkratzern ausweichen müsst. Also da müsst ihr quasi die ganze Zeit euren Scanner benutzen, damit ihr seht, wenn vor euch plötzlich ein Wolkenkratzer wäre.
entweder gleich links von uns oder da vorne ist der Spaceport, glaube ich. Ich glaube aber da vorne. Genau, das daneben ist das Center für die ganzen Messen. Da mit der leuchtenden Säule. Vorne, das müsste wirklich der Spaceport sein. Außer ich bin komplett lost, was aber ja... Ihr kennt mich, ich bin immer lost. Ja, das ist der Spaceport. Wir müssten gleich die Aufforderung bekommen, mit der Bodenkontrolle zu reden zum Landen. Ja, da ist es auch schon. Da vorne müssen wir hin, okay. Da sind auch keine Wolkenkratzer mehr im Weg, sehr schön. Landing Gear down. Sag ich doch. Da ist unser Hangar. So rum, heißt wir den uns entsprechend. Wir gerade reinkommen. Hoffen wir auf keine unsichtbare Wand. Oder verpackte Hangars. Sieht aber gut aus. Und Touchdown gelandet. Einmal aussteigen. Und dann müssen wir nur noch verkaufen. Das gute Barrel. So. Schließen. Nee, nicht mit Bay. Oh. Direkt hinter uns, die Arrivals. Sehr schön. Genau richtig gelandet. Bevor ich es vergesse, mache ich noch was. Effi? Nein. Knickknacks. Wo haben wir es denn? Da. Ich bin ja kein Jan Morla. Geld ist angekommen, Tobi? Jo, danke. Sehr gut. So, dann storen wir unser Schiff. Store. Ist gestort, also alles gut. Und wir graben uns noch eine gute Pips. Für den Weg. So. Und genießen, dass wir hier hergekommen sind und anscheinend das Schiff auch hier angekommen ist. Trinken unser Getränk.
wundervoller Abschluss, aber wir gehen jetzt noch verkaufen. Und wie immer in Star Citizen, ja, Müll ist hier nicht so eine Sache. Sagen wir es so. Schlagen wir uns in die U-Bahn. Und wir müssen zum Arcor Plaza. Oh Gott, oh Gott. Klaus. Oder auch nicht. Okay, hau das jetzt ab. Dann wirkte es nur auf mich, Klaus. Und Tobi, wie ist das Fliegen so? Ja, wie immer. Sehr entspannt. Ja. Wenn ich gegen unsichtbare Wände crasht. Ja. Ist zum Glück noch nie passiert, oder? Nö. Überhaupt nicht. Wir reden nicht über diesen Vorfall. Wie gesagt, hier. Wir waren lange nicht mehr hier. Area 18. Eine der Locations, die ich hier richtig cool finde. Wobei optisch natürlich Orison noch deutlich ästhetischer ist. Ist hier irgendwie. Ja, hat halt so Großstadt-Flair und zwar das angenehme Sci-Fi-Großstadt-Flair, nicht wie Lorville. Wo du denkst, du wohnst halt im Industrieviertel von der Stadt voller Gießereien. Wobei man sagen muss, später, wenn du Miner bist, ich weiß nicht, wie sich der Bedarf pro Planet hält. Ob dann zum Beispiel Lorville einen höheren Bedarf an Ärzten und so hat, das weiß ich nicht. Weil da halt so viele Gießereien drum stehen. Kann ich euch nicht sagen. Oh, du bist nur 16 Kilometer entfernt, Tobi. Cool. Bist du schon am Landen, oder? Ja. Nice. Guck mal, ob der Typ mich da jetzt rammt. Ansonsten dürfte es klappen. Ich drück dir die Daumen. So, dann verkaufen wir jetzt noch, wenn es geht, unser Barrel. Mit dieses auf Sicht fliegen, Machen 22.000 Gewinn. Und damit müssten wir nach einigen Rückschlägen. Oder? Ja, wir sind wieder Millionär. Yay, also ein Star Citizen, leider nicht in echt. Aber wir sind wieder Millionär. Ist hier leider nicht viel, aber wir haben eine Million. Dann setzen wir noch unseren Spawnpunkt um und dann schaue ich, wo wir hinraiden können. Weil dann war es das schon leider für heute. Aber mehr Star Citizen müsst ihr dieses Mal nicht bis nächsten Sonntag warten. Denn durch eine Verschiebung nächste Woche bin ich schon am Mittwoch live mit Star Citizen. Übliche Zeit 18 Uhr. Hier auf dem Kanal. Confirm. Okay. Damit war's das von mir. Wir gehen in den Ending Screen. Tobi, du kannst noch in aller Ruhe hier landen und ankommen. Aber jo. Ich würde halt schon mal Schluss machen. Wir schauen noch, wo wir hingehen. Ah, da spielt gerade noch jemand. Star Citizen.
Aber es ist ja auch jemand aus der WFOR Queer Bubble. Wir bleiben bei WFOR Queer. Wir besuchen die liebe Temi. Die spielt gerade Stardew Valley, ist ein bisschen entspannter. Aber vorhin war sie auch in der Mine. Und nach dem Mining ist es doch eine gute Abwechslung, nicht? Oder? Hat Temi gerade Schluss gemacht? Ist ein Anzeigebug, Temi ist offline. Dann bleiben wir bei Star Citizen. Sehr schön. Nimmt mir die Entscheidung ab. Wir raiden zu Spieler Blau. Was da gerade gemacht wird, weiß ich nicht. Ah, es ist nur der Starting Screen, also ihr kommt frisch rein, wenn es losgeht. Viel Spaß und noch einen schönen Sonntag euch. Ciao. Tschüss. Wäre cool, wenn ihr mit zum Raid kommt. Ich hab nicht an... Boah. Die Steuerung ist manchmal schwierig. Ich möchte raiden, ja. Manchmal mag mich das Interface nicht. Und bis Mittwoch dann oder bis Sonntag. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Jo. Now arriving. Hello and welcome to the Bevic Convention Center. Our top global destination for live events and reminds you that when Trav now leaving the station, stay at Convention Center. Have a great rest of your day.
So. Bisschen noch interagiert nach dem Raid. Und jetzt schaue ich mal, was, warum ich 9 Nachrichten auf Discord habe. Hast du dich auch hier registriert im Krankenhaus? Bin noch nicht da. Ah, okay. So. Ah. Viele Leute sind online gekommen, ich verstehe, okay. Nächstes Mal muss ich noch ein paar Trailer raussuchen für die Überbrückungszeiten. Aber die heute fand ich cool mit der Kraken und der Vulture. Da gibt es anscheinend noch ganz viele. Du wirst dann gleich weitermachen mit Singleplayer-Aufnahmen, oder? Naja, ich gehe jetzt ein bisschen dann halt ins Kino, ne? Ach stimmt, du hast ja gesagt, mein Gehirn ist ein Sieb. Es tut mir leid, Tobi. Deswegen haben wir ja gesagt, 3. Alles gut. Ist bei mir so eingebrannt. Yo, Tobi, Sonntag direkt danach Singleplayer ballern. Normalerweise okay. Ja. Dann wünsche ich dir einen entspannten Sonntag. Jo, danke. Dir auch noch. Ich nehme mich was essen. Danke. Tschüss. Guten, jo. Danke.